Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir. Nicht, dass nicht alle Gäste immer toll wären, aber noch will ich es nicht verraten, wobei du es ja wahrscheinlich schon gelesen hast in den Shownotes und im Titel. Zunächst, bevor ich ihn dazu hole, nur zum Hintergrund, im wahrsten Sinne Hintergrund. Wir sitzen hier in Heidelberg in einem wunderschönen kleinen Park. Die Sonne scheint, goldener Oktober, aber deshalb wirst du Nebengeräusche wahrnehmen. Nur schon mal zur Entschuldigung, dass zwischendrin vielleicht dann doch das ein oder andere Kindergeschrei oder ein Autogehupe sein wird, was wir im Vorfeld nicht erahnen konnten. Aber das weißt du ja schon manchmal von den Interviews, dass ich die nicht immer in geschlossenen Räumen aufnehme und somit gibt es eben einfach authentische Hintergrundgeräusche. So, wen habe ich heute mir gegenüber sitzen? Es handelt sich um Joe Löhrmann. Vielleicht kennst du ihn schon, dann kennst du den Titel My Traveling Piano. Was es damit auf sich hat, wenn du ihn noch nicht kennst, das wirst du im Laufe der Folge noch hören. Wenn du ihn schon kennst, freust du dich wahrscheinlich jetzt schon, wenn ich ihn begrüße und du mal erfährst, wie es überhaupt zu allem gekommen ist, was er heute macht. Und jetzt spanne ich dich nicht viel länger auf die Folter und hole ihn einfach mal dazu. Hallo Joe, schön, dass wir heute hier sitzen. Hallo Tina, ich freue mich auch sehr. Ja, bei mir im Podcast geht es immer darum, ich möchte meine Hörer inspirieren und motivieren zu zeigen, dass es auch andere Lebenswege gibt als diesen 0815 normal. Was ist schon normal, aber das, was eben in der Gesellschaft so gezeigt wird, es gibt nur diese ein, zwei Möglichkeiten und ansonsten gibt es nicht viel anderes. Und ich möchte mit diesen Geschichten teilen, dass es so viel mehr Möglichkeiten und Wege gibt, die man gehen kann, um sein Leben so zu leben, wie es einen glücklich macht, wie man es selbst möchte und nicht, wie es die Gesellschaft vorgibt, wie es zu sein hat. Erzähl uns doch mal, wie die ganze Geschichte bei dir angefangen hat, vielleicht nach der Schule, was du machen wolltest oder auch was du gemacht hast. Also Schulzeit ist rum, vielleicht sogar auch noch einen Tick früher. Manchmal erzählen die Gäste, was sie so werden wollten während der Teenie-Zeit, aber wie sich das nach der Schule so bei dir erstmal entwickelt hat. Ja, also nach der Schule wusste ich eigentlich erstmal gar nicht. Ich glaube, so geht es vielen, wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Was mir klar war, ich hatte so ein bisschen verpasst, ins Ausland zu gehen, in der, ich glaube, 11. Klasse, wie das manche so machen, im Austausch. Das heißt, nach dem Abi war mir klar, ich will ins Ausland. Und dann habe ich irgendwie geguckt, was gibt's für Möglichkeiten. Und dann habe ich gesehen, dass es einen Ersatzdienst für den Ersatzdienst gibt, also quasi einen Ersatzdienst für den Zivildienst. Echt? Da, also zu der Zeit musste man ja noch zum Bund oder Zivildienst machen. Ja. Und es gab auch die Möglichkeit, den Zivildienst quasi im Ausland zu machen. Also der hieß ADIA, anderer Dienst im Ausland. Ach ja. Und dann habe ich mich darum bemüht und habe da auch dann, da muss man sich bei so einer Organisation bewerben, habe dann da auch Platz bekommen. Und dann wäre ich eigentlich nach Ghana gegangen, das war eigentlich der Plan. Aufgrund verschiedener Umstände hat es dann nicht geklappt und ich bin dann stattdessen in Frankreich gelandet. Und genau, war dann also ein Jahr in Frankreich, habe da in einem es hieß Centre de Rencontre International, also ein internationales Begegnungszentrum, ja. Was geiler klingt, als es dann am Ende war. Also es war im Prinzip so ein YMCA-Hostel. Ja. Ich habe dann da im Sommer die Bar gemacht, das war ganz nice. Und im Winter habe ich dann aber da an der Spülstraße wieder gefunden, weil wir nur halb so viel Personal hatten. Und dann musste ich da irgendwie dann teilweise den ganzen Tag spülen. Und das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also es war nicht so viel mit internationalen Begegnungen, sondern ich hatte dann in 12 Stunden am Tag dann diese gekachelte Wand vor mir und rechts das dreckige Geschirr und links ein sauberes Geschirr. Und das konnte dir natürlich vorher keiner sagen, dass es so kommen wird. Nee, genau. Und gleichzeitig wollte ich natürlich hier mein Zeugnis haben, damit ich dann nicht nochmal in Deutschland den Zivildienst machen muss. Also ich musste die Bestätigung haben. Ah, okay. Das war eine der Situationen, wo ich mit so Autoritäten in Verbindung gekommen bin, was mir nicht so zusagt. Und das ja schon relativ früh, eigentlich direkt nach der Schule. Genau. Ja. Oder auch schon mal in der Schule, kennt man ja auch, Lehrer oder früher mal im Kindergarten oder sowas. Ne? Ja. Wenn man dann einfach das Gefühl hat, da entscheiden andere Menschen über das eigene Leben. Mhm. So, das habe ich dann da auch wieder auch deutlich gemerkt, weil
ich mich eigentlich dagegen gewehrt hatte, da zu spülen die ganze Zeit. Ja. Aber gut, ich musste das irgendwie machen und das für ein Taschengeld von irgendwie 200 Euro oder so im Monat. Ne? Also das war schon. Das war dann was ganz anderes als der Zivi, weil da kann ich mich noch dran erinnern. Genau. Der Zivi war ja so super bezahlt damals. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Naja, also das habe ich nach der Schule gemacht und das war insofern cool, weil ich halt dann wirklich mein Französisch perfektioniert habe. Also seitdem spreche ich fließend Französisch und auch andere Sprachen habe ich da dann, also Englisch natürlich auch viel gesprochen. Ja. Und genau, als ich dann wiederkam, wusste ich aber trotzdem noch nicht, was ich jetzt beruflich so machen wollte. Und ich habe dann erstmal ein paar Praktika, habe gesagt, ich lasse mir erstmal mal ein Jahr Zeit jetzt, bevor ich was mache. Mach ein paar Praktika, gehe ein bisschen jobben, gehe nochmal in die USA zum Reisen, Freunde besuchen, die ich in Frankreich kennengelernt hatte. Ah, ja. Und dann habe ich, ich wusste, ich will irgendwie was machen, was mir Spaß macht. Ich hatte verschiedene Interessen. Automobilwirtschaft hat mich interessiert. Also ich fand Autos irgendwie cool, ich fand Medien cool, Fernsehen. Ich hatte mich, glaube ich, beim NDR beworben, als Mediengestalter. Und da kam das gerade erst so auf, ne? Mediengestalter kam gerade damals sein. So auf. Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, wie lange es das schon gab. Ja, und das waren eigentlich so, Musik habe ich halt schon mein ganzes Leben immer gemacht, aber ich habe es nie so wirklich für mich als Berufswahl in Erwägung gezogen. Weil so die landläufige Meinung ist, ne, brotlose Kunst, kann man kein Geld mit verdienen, oder hast du dich, also war das tatsächlich nie im Kopf, das eigentlich gerne machen zu wollen? Ich glaube, das war definitiv auch so ein Faktor, dass man gar nicht großartig drüber nachgedacht hat, das überhaupt den Gedanken weiter zu verfolgen, weil das natürlich so, egal wem du das erzählst, kommt dieser Spruch ja immer. Ja, ja, klar. Aber was auch klar war, ich wusste, ich will nicht irgendwie, ich hatte so ein bisschen die Angst davor, ich musste dann jetzt 8 Stunden klassische Musik üben und Theorie und sowas und boah, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Ja. Und ich hatte halt immer Spaß am Klavierspielen und wollte mir den aber bewahren und das nicht kaputt machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache lieber beruflich was anderes und das bleibt mein Hobby. Ja, und dann habe ich mich auf verschiedene Sachen eben beworben und habe letztendlich eine Ausbildung bei BMW gemacht zum Automobilkaufmann. Das war ganz ähnlich zur Musik. Genau. Wie bist du da drauf irgendwie gekommen? Ja, wie gesagt, also ich habe mich irgendwie schon früh für Autos und so interessiert. Irgendwie fand ich das irgendwie immer toll, auch Auto fahren. Ich saß mit 12 oder so auf dem Schoß von meinem Vater und bin das Auto gefahren und ich fand, das hat mir so Spaß gemacht. Ich dachte, warum muss ich noch 6 Jahre warten, bis ich selber fahren darf? Und so diese Freiheit und irgendwie haben mich Autos irgendwie fasziniert und ich dachte halt auch, ja gut, da kann man da wahrscheinlich gut Karriere machen. Genau, und so gut Geld verdienen, ne, in so einem Konzern. Und dann später mal so ein festes, schickes Cabrio und so. Ja. Und ja, aber auch das sah dann nicht alles ganz anders aus. Ich habe dann wieder die nächste Begegnung mit einer Autoritätsperson da gehabt, die also wirklich mir ganz viele Riegel vorgeschoben hat, immer vor meine Ideen und so. Ich war, glaube ich, immer schon so ein bisschen jemand, der so vielleicht so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist und andere Ideen oder kreative Einfälle hatte. Einfach mal anders oder unkonventionell, genau, oder alternativ oder so. Meinem Ausbilder, dem lag das irgendwie gar nicht und der hat dann immer alles so im Keim erstickt und das, wir hatten nicht so ein super Verhältnis, also wir kamen nicht so richtig gut miteinander aus. Okay, ihr seht jetzt Joes Gesicht nicht dazu, aber nur, dass ihr es wisst, da sprach die pure Diplomatie gerade. Ja, genau. Egal, also diese Ausbildung, die habe ich. Ich habe dann eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nichts für mich ist, aber ich habe auch da nicht in Erwägung gezogen, das irgendwie abzubrechen, weil ich irgendwie dachte, nee, man macht das so zu Ende und so, das so macht, läuft das so. Also nicht, nee, man will ja auch ein gutes Bild abgeben nach außen. Und ja, so. Und für den Lebenslauf und erstmal schön abgegeben. Genau. Ja, so habe ich dann wirklich das tatsächlich durchgezogen. Ich hatte auch gedacht, dass das vielleicht noch besser wird während der Ausbildung, weil ich so gesehen ein bisschen Pech hatte, weil ich mit dem schlechtesten Ausbildungsplan quasi anfing, also mit der unbeliebtesten Abteilung quasi. Mhm. Und die beliebten Abteilungen kamen dann später. Das heißt, ich habe dann immer gedacht, ach so, das wird dann gegen Ende besser. Mhm. Und es wurde auch besser, aber hätte ich mit der besten Abteilung angefangen, dann hätte ich wahrscheinlich das vielleicht wirklich abgebrochen, weil ich wusste, okay, wenn mir das jetzt schon nicht super drüber gefällt, dann brauche ich es auch nicht weitermachen. Mhm. Aber das war auch natürlich auch ein Grund, weswegen ich dabei geblieben bin. Und aber irgendwie war ich da in einer Umgebung, die überhaupt nicht mir entsprach. Und wo hast du die gemacht? In welcher Stadt? Ah, ja. Bin dafür auch nach Bremen gezogen. Mhm. Und ja, dann. Also abgeschlossen hast du sie? Ich habe sie abgeschlossen, genau. Mhm. Ja, ja, absolut. Aber in der Zeit ging es mir dann auch körperlich nicht so gut. Also ich habe dann
Ja, so Magen-Darm-Beschwerden bekommen relativ schnell, also am Anfang schon. Und am Anfang schon der Ausbildung? Ja, das war irgendwie echt. Das heißt, der Körper hat sofort gesagt, will ich nicht. Ja, irgendwie schon, aber ich habe das damals überhaupt nicht auf sowas bezogen. Ich dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los und warum bin ich denn jetzt so, hä, ich hatte doch sonst nie irgendwie was und was ist denn jetzt los? Dann auch der Arzt, der irgendwie meinte, ja, kann man ja auch mal so gucken, ob das vielleicht irgendwas mit der Psyche zu tun hat oder mit irgendwie, ach, das wollte ich gar nicht anhören. Klar, das hatte ich damals überhaupt nicht, habe ich so voll dicht gemacht eigentlich. Und heute sehe ich das alles anders, aber ja, ich habe das dann durchgezogen und danach war ich einfach nur froh, als es dann vorbei war sozusagen und ich wollte eine große Reise machen und eigentlich so diese Dinge ausleben, die ich jetzt 3 Jahre lang nicht ausleben konnte. Also ich habe mich da so eingesperrt gefühlt in diesem Büroalltag und jeden Morgen um 8 bei der Arbeit sein und Anzug und ach der Quatsch. und dann habe ich halt gesagt, ich gehe jetzt auf Weltreise. Und hatte da echt ein bisschen Respekt vor, weil es mir gesundheitlich auch nicht so super gut ging und ich das quasi dann fast nicht gemacht hätte, weil ich mir dachte, oh, aber die Versorgung ist dann da vielleicht nicht so gut in den Ländern, wo du hin willst und so. Mhm, und kannst du das jetzt wirklich dir irgendwie zumuten? Und aber hab's dann gemacht. Und dann, nachdem ich dann eine Woche unterwegs war und es mir auf einen schlagartig auf einmal viel besser ging, da hat es so Klick gemacht. Und dann habe ich so gedacht, so krass, das hat ja echt was damit zu tun. Ja, also A, wie du dein Leben lebst und ja, möglicherweise auch mit der Ernährung. Ich hatte ja gedacht, dass ich dann vielleicht, wenn ich in Asien bin und da gibt es scharfes Essen und da gibt es Dinge, an die mein Körper vielleicht nicht so gewöhnt ist, dass es mir dann noch schlechter geht. Mhm. Aber ja, das Gegenteil war der Fall. Also mir ging es wirklich dann besser. Ich war dann fast ein Jahr unterwegs und das war eine super geile Zeit. Das hat ganz, ganz viel in meinem Leben verändert und ja, eigentlich so die Weichen gestellt für das, was ich jetzt heute mache. Ja. Aber es ist krass, ne? Weil man einfach merkt, wie schnell manchmal Dinge von heute auf morgen anders werden können. Ob das ein Schlaf ist, ob das eine Krankheit ist, ob das eine Energie ist oder was auch immer, wenn man das ändert, was die Ursache ist. Ja. Und das hat's ja, also kannst du jetzt im Nachhinein sagen, dass genau das passiert ist. Du hast plötzlich wahrgenommen, mir geht's so viel besser und das mache ich nicht mehr, ob es irgendwie zusammenhängt. Ja. So, und dann bist du von dieser Weltreise wiedergekommen. Und was war dann? Was ist mit dir passiert? Du hast gerade gesagt, dass da ganz viel passiert ist und dass es Weichen gestellt hat. Und bist dann zurückgekommen. Was ist dann passiert? Also ich habe auf jeden Fall ganz viele Lebensentwürfe kennengelernt. Das war super cool. Ich habe einfach ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt, die einfach ihr Leben auf eine individuelle Art und Weise leben. Und dann, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, auch zu sehen, dass einfach alles möglich ist und nicht alles immer so in dieses System laufen muss, wie wir es eigentlich gepredigt kriegen oder wie es einfach so selbstverständlich vorausgesetzt wird bei uns in Deutschland und mit der Schule und mit was man dann alles und Ausbildung und was weiß ich. Ja. Und das war einfach total inspirierend, das zu sehen. Und da habe ich gesagt, okay, also ich will auch irgendwas Cooles mit meinem Leben machen. Ja, ja. Und ich will mir so mein Traumleben aufbauen. Dann hatte ich mir aber erstmal vorgenommen, noch zu studieren, wenn ich wiederkomme. Mhm. Hab dann halt überlegt, okay, was kannst du denn jetzt studieren? Also Sprachen haben mich halt immer schon irgendwie fasziniert und andere Kulturen und das Reisen an sich. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas damit machen. Und dann bin ich bei Tourismusmanagement gelandet. Ach ja. Und habe dann halt Tourismusmanagement studiert. Echt? Geil, wo auch in Bremen, was Zufall war. Also ich wollte nicht wieder zurück nach Bremen zwingend, aber das war, lustigerweise habe ich den Studiengang deswegen hauptsächlich ausgesucht, also die Stadt ausgesucht, weil das die einzige war, wo man 2 Semester im Ausland war und nicht nur 1. Mhm. Ich wollte 2 Semester ins Ausland. Aber es ist trotzdem jetzt im Nachhinein rückblickend auch wieder so lustig, weil ich wollte eigentlich so viel Zeit im Ausland sein wie möglich. Bin aber trotzdem fürs Studium nach Deutschland gegangen. Ich hätte auch sagen können, ich studiere ganz woanders oder ich reise einfach weiter. Ja, ja. Aber da war ich auch immer noch in diesem Denken drin, nee, man macht ja jetzt ein Studium, also ich mache ein Ausbildungsstudium. Also ich war immer noch, ich würde mich auch heute nicht davon ausnehmen, dass ich sicherlich auch noch immer irgendwo in irgendwelchen Systemen teilweise denke, weil man sich einfach irgendwie begrenzt, ohne dass man es merkt zum Teil. Und dann, aber trotzdem lustig, dass ich deswegen nach Bremen gegangen bin, weil man da die meiste Zeit im Ausland war. Ich hätte einfach dahin gehen können. Ach so, ja. Wurscht. Aber dann bin ich zurückgekommen nach Bremen und habe dann da dann eben studiert und hatte auch eine coole Zeit, coole Leute im Studium kennengelernt. Und war auf jeden Fall schon mal eine Stufe weiter als die Ausbildung. Ja, definitiv. Ich habe mich viel wohler gefühlt. Witzig, weil das wollte ich auch mal studieren.
damals. Ja. Also ich habe mit Tourismusmanagement und Eventmanagement. Mhm. Ja. Genau. Und klar, man hat ja so dieses Gefühl von, ich bin ganz nah am Thema Reisen dran. Ne? So. Genau. Ja. Und ich hatte vor der, also eigentlich muss ich sagen, muss ich mal einen Schritt zurückgehen, weil vor der Weltreise bin ich noch in meinem letzten Ausbildungsjahr, würde ich sagen, bin ich wieder mehr auch so dazu gekommen, dass ich Musik in meinen Alltag oder auch so Berufsalltag integriert habe. Also ich hatte bei einem, weil ich habe im Marketing gearbeitet das letzte Jahr, also für ein paar Wochen, 2 Monate oder so bei BMW, und da hatten wir halt auch eine Veranstaltung, da war ein Pianist gebucht und dann, der war mit seinem Flügel dort, und während dieser Veranstaltung am Abend kam es dann dazu, dass wir auch zusammengespielt haben und ich mich mit ihm auch viel ausgetauscht habe. Und das war damals ja eine große Inspiration für mich. Mhm. Wir sind heute auch gut befreundet. Ach, und ja. Ich war mit ihm dann auch teilweise mit auf Tour, oder ich habe für ihn dann hier Jobs mit übernommen und so. Und so waren wir zusammen unterwegs teilweise auch. Das heißt, der hat mir viel Mut gemacht, sozusagen auch wieder, also mit Klavierspielen wieder Geld zu verdienen. Ich habe das auch schon früher gemacht. Ich habe im Gospelchor mal gespielt. Ich habe mal so auf Feiern gespielt mit Theatergruppen und so weiter. Da habe ich also auch schon, noch bevor ich 20 war, damit auch schon Geld verdient. Mhm. Genau. Und das wollte ich dann irgendwie wieder so ein bisschen reaktivieren. Dabei hat er mir dann geholfen. Mhm. Das war super. Und auf meiner Weltreise habe ich dann eben auch versucht, überall ein bisschen Klavier zu spielen und mir sozusagen so ein bisschen die Reise zu finanzieren. Ja. Habe dann aber auch festgestellt, dass es nicht ganz so einfach war. Ja, das glaube ich. Und wie kam es dann letztendlich vom Studium zu der Tatsache, dass du dann doch dem Herzen gefolgt bist, oder vielleicht auch ja mit dieser Inspiration zu sehen, dass man damit Geld verdienen kann? Vielleicht hatte das ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass du beschlossen hast, so, das will ich auch, ich will auch mit Musik mein Geld verdienen. Dieser Gedanke ist dann immer weiter gewachsen während des Studiums. Also ich habe das Studium dann auch durchgezogen, obwohl ich, würde mal sagen, so ein Jahr nach Beginn des Studiums dann schon eine ziemlich klare Vision hatte von dem, was ich machen möchte. Also eigentlich genau das, was ich heute tue. Diese Vision ist durch die Weltreise und durch das erste Jahr Studium und durch noch eine Reise nach Asien, Thailand, also vor allem nach Bali, eigentlich dadurch gereift. Mhm. So, dass ich da eigentlich ja eine ganz klare Vorstellung schon hatte, aber dann trotzdem auch eben das Studium noch durchgezogen habe, auch weil ich wusste, ich werde nochmal für ein Jahr ins Ausland gehen. Mhm. Außerdem war das, wie gesagt, tolle Leute auch, und es war eine schöne Zeit. Und war dann auch für ein Jahr in Südamerika, also Mittel- und Südamerika, und habe in der Zeit auch versucht, mit Musik Geld zu verdienen. Habe aber auch gesehen, dass ich da dann wirklich schnell an Grenzen stoße, gerade halt auch so in Ländern, die vielleicht jetzt nicht so weit entwickelt sind vielleicht, oder wo es doch noch ein bisschen mehr Armut gibt. Da ist es natürlich noch schwieriger, mit so einem Luxusgut, sage ich mal, Geld zu verdienen. Mhm. Und außerdem gibt es auch eine andere Wahrnehmung von Musik als hier in Deutschland. Also es wird auch andere Musik erwartet. Und da habe ich jedenfalls gemerkt, okay, hier komme ich nicht so richtig weit. Mhm. Und also dann war das für mich so ein Vorteil, den ich gesehen habe, boah, ich komme wieder zurück nach Deutschland und hier kann ich tatsächlich mit dem, was ich gerne tue, auch Geld verdienen. Das wird hier irgendwie gewürdigt und bezahlt. Ja. Und habe dann meinen Traum sozusagen, meine Vision eigentlich weiterverfolgt, als ich wiedergekommen bin. Ich wurde dann gebucht für eine Kreuzfahrt. Mhm. Hab dann auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Da dachte ich mir, schon auch schon mal geil. Ja. Ich fahre 4 Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff mit und sehe was von der Welt und spiele jeden Tag ein bisschen und werde dafür bezahlt. Cool, ja. Krieg gutes Essen. Ja. Also das war schon mal, das kam dem Ganzen schon mal ein ganz schönes Stück näher. Das fand ich schon cool. Und dann habe ich aber eben auch diesen Traum gehabt, der sich durch die ganzen Jahre halt irgendwie so geformt hat, aber so ganz konkret auf Bali geworden ist, dass ich halt mit meinem Klavier, also dass ich mein eigenes Klavier gerne mit auf Reisen nehmen möchte. Sehr cool. Damit ich eben unabhängig bin von anderen Leuten, dass ich mein eigener Herr bin, dass ich überall da spielen kann, wo ich Lust habe, das selbst entscheiden kann und nicht jemanden brauche, der mir dann ein Klavier hinstellt und der mir dann vielleicht auch noch was dafür gibt, dass ich darauf spiele. Ja. Ja, und als ich dann genau wiederkam und dann mein Studium sich so dem Ende zuneigte, dann habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt 100% darauf. Das war für mich dann total, total klar. Ich habe dann sogar meine Abschlussarbeit nach hinten verschoben, weil ich gesagt habe, so, mich nervt das jetzt selber schon so, dass ich die Idee jetzt eigentlich schon 3 Jahre mit mir rumtrage
aber eben noch nicht umgesetzt habe, aufgrund dieser ganzen Umstände mit Studium und so weiter. Habe ich gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie gefühlt, deswegen mache ich es jetzt endlich mal und hau rein. Und dann habe ich aber auch meine ganze Energie darauf konzentriert und habe mein erstes Album aufgenommen und habe mit meinem Vater zusammen das Traveling, also habe ein Klavier gekauft erstmal. Das haben wir dann umgebaut zum Traveling Piano, dass man es halt eben mitnehmen kann. Mhm. Ein paar Monate später habe ich mir dann meinen Van gekauft und das war alles, da war ich so konzentriert und ich war so auf meiner Mission, dass auf einmal die Dinge alle so zusammenkamen. Und dann kam ich auch ganz schnell ins Fernsehen mit diesem Projekt. Und in Bremen war ich dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit irgendwie in allen Medien mal vertreten, die es da so gibt. Mhm. Und das war auch eine tolle Bestätigung so dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Total gut. Ja, das war so der Beginn. Zuerst hatte ich kein Auto und habe mein Klavier wirklich teilweise kilometerweit so in die Stadt geschoben oder irgendwohin, wo ich spielen wollte. Ja, da kamen schon mal wirklich ein paar Kilometer zusammen. Ich habe mal gezählt, der Rekord lag, glaube ich, bei 10 Kilometern an einem Tag mit dem Klavier durch die Gegend geschoben. Ich hatte Schiebehilfe an dem Tag, aber das war schon ordentlich. Ja, und genau, und dann ein paar Monate später habe ich mir dann meinen Van gekauft, um meine Vision weiter zu vervollständigen. Und dann konnte ich eben auch überall hinfahren mit dem Klavier. Sensationell. Echt total schön. Und das machst du jetzt seit wie vielen Jahren? Seit 6,5 Jahren. Ja. Und du, was mit Sicherheit den einen oder anderen interessiert, der jetzt denkt, ja, das klingt ja alles total cool, und vielleicht aber trotzdem noch so die eine oder andere Frage oder Hindernisse da drin hat oder sieht, ab wann konntest du 100% davon leben? Ich habe eigentlich, als ich angefangen habe damit, da hatte ich schon mir so eine Basis aufgebaut durch andere Jobs, die eigentlich nichts mit meinem Projekt zu tun hatten. Also einfach, wo ich zum Beispiel ja auf einem Kreuzfahrtschiff gespielt habe, in 5-Sterne-Hotels, Restaurants, private Feiern. Ich hatte nämlich in meinem Praktikum, was ich in Südamerika in Peru gemacht habe, das Praktikum war eigentlich nicht so besonders spannend, weil wir die ganze Zeit irgendwie dafür gearbeitet haben, dass dieser Reiseveranstalter besser bei Google gefunden wird. Mhm. Also da hatten wir relativ stupide Arbeiten gemacht, also so Suchmaschinenoptimierung. Aber das hatte den Vorteil, dass ich dann irgendwann rausgefunden habe, wie das halt so geht und dass man das überhaupt beeinflussen kann, wusste ich vorher noch nicht. Und da habe ich es dann gelernt. War aber da relativ neu mit dieser Erkenntnis, also unter Musikern würde ich mal sagen. Mhm. Und dass man das beeinflussen kann. Ich habe dann parallel angefangen, auf meine eigene Homepage dann immer zu optimieren. Und habe ich da ziemlich reingekniet und habe dann relativ schnell auch, wurde gut gefunden bei Google und so. Und habe dadurch dann schon, bevor ich überhaupt mit meinem Klavier rumgereist bin, viele Anfragen gehabt für so Restaurant, Hotel und private Feiern. Mhm. Und hatte damit dann also sicherlich einige 100 € oder 1.000 € oder sowas im Monat vielleicht schon zusammen. Cool. Ungefähr, vielleicht nicht ganz, aber ja, so, dass ich meine Ausgaben eigentlich decken konnte. Ne? Ja, ich habe in der WG gewohnt und so, hatte ja derzeit auch kein Auto und so weiter und von daher also auch wenig Ausgaben eigentlich. Ja. Genau. So, dass ich dann das mit dem Projekt war dann eigentlich so on top. Also, sprich, als ich dann damit angefangen habe, konnte ich eigentlich auch davon direkt leben, ich ja vorher eben schon diese Basis dann mir aufgebaut hatte. Ja. Aber auch in ein paar Monaten eigentlich. Und genau. Was ja damit wieder zeigt, was du jetzt zwischendrin 2-3 Mal gesagt hast. Wenn man was wirklich will, weil man eben spürt, dass man es will und sich dann darauf fokussiert, dass es dann halt auch gehen kann. Also hast du ja jetzt in mehreren Dingen immer wieder gesehen und bestätigt. Ja, absolut. Wie würdest du sagen, haben sich diese 6,5 Jahre für dich verändert? Also man kann dich auf Social Media verfolgen und sieht, wo du spielst und wie deine Musik sich so entwickelt hat. Du hast inzwischen mehrere CDs aufgenommen. Da gibt es ja bestimmt auch ganz viele Geschichten dazu zu erzählen, wie die entstanden sind. Aber vielleicht kommt es jetzt auch zu der Frage, wie haben sich diese 6,5 Jahre jetzt für dich entwickelt? Was kannst du da sagen? Ich denke, die werden nicht monoton gewesen sein, sondern wie der Verlauf bis heute so da gewesen ist. Ja, ich habe gemerkt, als ich anfing, dass das eigentlich, dass es ziemlich gut ankam, so wie ich mir das ausgemalt hatte in meinen Träumen, in meinem Kopf, dass das sogar besser ankam, als ich es mir ausgemalt habe. Und dann habe ich mich so mehr so irgendwie in dieses Thema Straßenmusik
Also das war gar nicht so unbedingt mein Ziel. Also ich bin vielleicht sogar, würde ich fast sagen, von meiner Ursprungsvision so ein bisschen, kleines bisschen abgekommen, weil ich dann gemerkt habe, ach Mensch, also in meinen Träumen war das eher so, ich spiele irgendwo an tollen Orten in der Natur, aber wenn ich dort irgendwo gespielt habe, dann hatte ich halt meistens wenig Publikum, weil das sind dann nicht so viele Leute. Klar. Also bin ich dann da hingegangen, wo ich das Publikum hatte, und das ist halt in der Stadt. Mhm. Und dann auf einmal war ich so in dieser, bei Straßenmusiker irgendwie. Ja. In der Straßenmusik, war ich in dieser Straßenmusiker-Szene so ein bisschen drin. Mhm. Das Straßenmusik genießt ja leider nicht immer so einen guten Ruf. Und von daher wusste ich auch gar nicht, möchte ich das jetzt so für mich annehmen, möchte ich jetzt in Anführungszeichen Straßenmusiker sein, weil es teilweise auch sehr kontrovers in den Medien und so und mit den ganzen Regeln, die es gibt und so, diskutiert wird. Voll. Und wenn, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wenn man das eben so verfolgt, wie du Musik machst, wo du Musik machst, wer dir so zuhört, was da für eine Atmosphäre entsteht, ist es ja auch schon so, ich finde, dass es unter diesen klassischen Begriff Straßenmusik auch gar nicht passt. Ne? Ja. Aber dann kann man schon fast weitergehen und sagen, was ist schon klassische Straßenmusik? Ja, genau. Genau. Ja. Ja, aber du weißt, voll. Du siehst das wahrscheinlich ähnlich wie ich und so ging es mir auch. Aber ja, ich habe mich dann darauf irgendwie so ein bisschen konzentriert und das lief auch also wunderbar. Also ich habe da wirklich, das ist halt der Vorteil bei Straßenmusik, du brauchst nicht erst eine große Fanbase, sondern du gehst einfach, ist egal wie bekannt oder unbekannt du bist, du gehst auf die Straße und spielst und kannst die Leute sofort erreichen. Wenn die das gut finden, dann bleiben die stehen und hören dir zu. Mhm. Und du hast sofort dein Publikum. Also von jetzt auf gleich. Und das ist super direkt. Und super, du kriegst einfach auch krass ehrliches Feedback. Wenn die Leute das scheiße finden, dann hält halt auch keiner an. Ja, klar. Ja. Und dann, deswegen kriegt man ein ziemlich gutes Gefühl dafür. Ja, was finden die denn auch gut und was funktioniert dann oder was? Das war von daher also auch schon sehr, sehr spannend und auch zu sehen, auch das war einfach, man ist eigentlich super unabhängig, weil in den Städten ist immer was los. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich potenziell immer ein Publikum. Ja. Und deswegen ich für meinen Teil kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass irgendjemand zu mir sagt, so, also das, was du machst, das wäre mir ja viel zu unsicher damit, so dieser Sicherheitsgedanke, ne? Weil für mich gibt's eigentlich fast nichts Sichereres als das, weil ich weiß, da kann ich immer hin. Ja. Ich kann immer mit meinem Klavier dahin gehen, wo die Menschen sind und kann immer für die Musik machen und meine Alben verkaufen. Ja. Und von daher ist das für mich alles andere als unsicher eigentlich. Ja. Genau. Ja. Aber ja, das war also eine schöne Erfahrung, so das zu sehen. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass sich das jetzt so gerade in den letzten 2 Jahren sich für mich auch wieder total gewandelt hat. Also letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen. Bis zum heutigen Tag, wo ich das eigentlich jetzt sehr, sehr klar sehen und sagen kann, dass ich, ich mich weiterentwickelt habe, meine Musik sich weiterentwickelt hat, sodass ich diese Musik, so wie sie jetzt ist, weil die ist sehr, sehr berührend und die kommt von Herzen und die geht ins Herz. Ja. Und ich möchte die eigentlich nicht mehr in dem Rahmen von Straßenmusik darbieten. Ja. Das erreicht trotzdem Menschen, das ist auch schön, den Effekt, den es hat, aber ich merke auch, dass es für mich super, super anstrengend geworden ist. Ich bin da irgendwie viel feinfühliger geworden und ich möchte diese Musik einfach in einem Setting darbieten, das schön ist. Das irgendwie außergewöhnlich ist. Und wie gesagt, am liebsten in der Natur, wo wir dann wieder bei meiner Grundvision eigentlich sind. Ja. Und das ist ganz spannend zu sehen, weil ich da jetzt eigentlich gerade wieder hin zurückkomme und eben angefangen habe, vor noch gar nicht allzu langer Zeit jetzt eben Naturkonzerte zu veranstalten. Mhm. An schönen Orten in der Natur, die an sich schon super toll sind. Und dort mein Klavier hinzubringen und dort die Menschen zu versammeln. Und das alles, die Natur mit der Musik und mit den Geschichten, die ich so zu erzählen habe von den ganzen Reisen, das alles sozusagen zusammenzubringen. Und das führt zu so einem total tollen Gesamterlebnis für mich und für die Zuhörer auch total, die fühlen sich total mitgenommen und abgeholt und können super relaxen bei der Musik und fühlen die Natur und hören die Vögel zwitschern oder was auch immer. Und das ist eine total schöne Sache. Und für mich ist einfach klar, das ist das, was ich in Zukunft machen möchte. Und so möchte ich auch meine Musik darbieten. Ja, doch herrlich. Also es ist ja quasi, heutzutage würde man sagen, multimedial. Aber das Ganze auch so, wie du sagst, Herzensebene. Ne? Also schon die Vorstellung alleine in der Natur, oder mit noch zusätzlich Film, Fotomaterial von deinen Reisen. Ja. Super schön. Ich glaube, viele Hörer sind da schon sehr gespannt auf
alles das, was kommt. Gibt es denn tatsächlich da schon Pläne oder Termine oder irgendwelche Dinge, die du dazu sagen kannst? Oder ist das im Moment nur im Kopf? Also im Herzen ist es sowieso schon lange, aber im Kopf war es jetzt, als du es ausgesprochen hast? Ja, also ich letztes Jahr habe ich in Hannover ein Naturkonzert gespielt. Da waren dann wirklich auch so, hat man Wolfsgäule gehabt, weil es in so einem Wildpark war, Wolfsgäule im Hintergrund, und da waren Elche und Rehe, die da frei rumgelaufen sind. Ach, und alle sitzen dann rundherum auf Heuballen, und wir hatten Fackeln und Kerzen aufgestellt und genial. So. Und das war super schön. Mhm. Und jetzt habe ich in Wien ein Konzert gespielt, und für nächstes Jahr plane ich halt eine große Tour tatsächlich. Also ich arbeite jetzt zusammen mit dem Management, und wir planen gerade für nächstes Jahr eine Deutschland umfassende Sommertour. Sehr, sehr, sehr cool. Das wird super cool. Ich freue mich da riesig drauf, weil wir ganz tolle Locations aussuchen und auch eben dann so ein bisschen an verschiedensten Orten, auch innerhalb von Deutschland, wahrscheinlich auch Schweiz, Österreich, wird wahrscheinlich auch dabei sein, und dort dann eben eine große Tour machen. Die Locations stehen noch nicht alle fest, aber die werden jetzt im Laufe der Zeit bekannt geben. Da kann man sich natürlich gerne in mein Newsletter eintragen. Unbedingt, das ist ja eine mega Aussicht. Hätte ich jetzt sowieso gefragt, wie man davon erfährt, aber wir packen in die Shownotes alle Links, die es gibt. Ich würde sagen Instagram, Facebook, Website, und wenn man sich dann zum Newsletter einträgt, also man kann es dann nicht verpassen, wenn man dir überall folgt. Genau. Auch ein oder zwei Kanäle dürften reichen, um das mitzukriegen. Das heißt, ihr plant sowohl die Naturkonzerte als auch das, was du erzählt hast, mit diesem in Reisen in Kombination. Genau, also das sind im Prinzip zwei Dinge. Einmal die Naturkonzerte, wo die Musik und die Natur im Vordergrund steht, und dann eben auch sozusagen zum Herbst hin ein Format, was dann drin stattfindet, wo es eine Mischung wird aus eigentlich Reisebericht, Bildershow und Konzert. Also wo ich weniger Musik spielen werde, aber viel mehr Geschichten erzähle von den Reisen mit dem Klavier. Einzelne Anekdoten, viele Bilder, kleine Videos zeigen, was ich so erlebt habe. Weil wenn man mit dem Klavier um die Welt reist, da erlebst du schon eine ganze Menge Sachen, die ungewöhnlich sind, aber die auch immer wieder cool sind und die mich immer wieder zum Schmunzeln bringen. Und ich sage so geil, was man einfach alles erlebt. Das ist auch irgendwie so ein Türöffner, dieses Klavier. Musik. Und da ist Musik generell. Oder ich mache die Tür auf zu meinem Wagen und da steht das Klavier. Guckt erstmal jeder und sagt, das ist ja geil. Ja. Hast das Klavier in dem Bus drin. Voll. Ist auch immer die gleiche Leier. Wahrscheinlich könnte man dann fast die Kassette abspulen. Ja. Aber es ist halt einfach, es ist cool. Ne? Verschiedenste Dinge. Und genau, von diesen Erlebnissen, da werde ich halt quasi berichten. So, das ist dann eben zwei, die Naturkonzerte und halt eben diese Reiseberichte gibt, die dann halt indoor stattfinden. Grandios. Also ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wann der hier rauskommt, aber am 30.10. gibt es ein letztes Konzert in Hamburg, bevor ich dann sehr, sehr cool. Bevor ich dann dieses Jahr dann schon früher nach Asien verschwinde. Weil du bisher die letzten Winter in Asien verbracht hast. Stimmt, genau, hatte ich noch gar nicht erzählt. Ich habe seit 2014 verbringe ich jeden Winter in Asien. Mhm. Ich habe 2014 da mein zweites Album aufgenommen, aber das erste mit eigenen Stücken. Mhm. Und zum Komponieren bin ich halt auf so eine kleine Insel gefahren im Süden von Thailand und habe mir, weil ich mein großes Klavier nicht damit hinnehmen konnte, habe ich mir in Thailand ein kleines Digitalklavier gekauft, was viel leichter ist, und habe das aber auf diese Insel gebracht und habe da dann 2 Monate gewohnt in einem kleinen Holzbungalow und habe mein Klavier immer mal wieder an verschiedenen Stellen aufgestellt, entweder bei mir im Bungalow oder am Strand oder so, und wie schön. Mit Blick aufs Meer, und habe dann da in dieser Stimmung komponiert, und das war eine super, super tolle Zeit mit ganz toller Natur auch um mich herum, was letztendlich ja auch so ein bisschen im Großen und Ganzen so diese Inspiration auch war, sozusagen mega. Die Zuhörer total, auch sozusagen da in diesen Moment mit reinzuholen, ne? Weil für mich war das damals total toll, und wenn man sich die Musik anhört, dann kann man sich das schon sehr gut vorstellen und sich da gut reinfühlen, was also in diese Stimmung auch von dieser Insel. Genau, und das ist auch alles, ich habe diese Noten auch, hatte die niemals aufgeschrieben, ist alles aus Gefühl entstanden, und erst später habe ich dann angefangen, die Noten aufzuschreiben, als Leute, die anfangen wollten nachzuspielen, diese Stücke. Genial. Genau. Ja, also das war 2014, genau, und seitdem jedes Jahr. Und dann habe ich 2 Jahre später mein drittes Album aufgenommen. Mhm. Und das sind alles Improvisationen im Prinzip. Also da war ich in Europa unterwegs und habe an verschiedenen Orten gespielt und ganz tollen Orten. Und jeder Ort inspiriert mich wieder. Und
dann habe ich mich dabei einfach beim Improvisieren aufgenommen und habe ganz, ganz viele Aufnahmen gehabt und habe die dann erst Monate später mir mal angehört. Und als ich dann da so durchhörte, dachte ich mir so, boah, Wahnsinn, das ist ja, ich hatte da gar nicht mehr so die Erinnerung dran, weil es war ja nur einmal improvisiert und dann habe ich es nie wieder gehört. Und dann hörte ich mir das an und dachte mir so, boah, ist ja echt total, also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass ich das gespielt habe, so ungefähr. Also hätte es jetzt jemand anders gespielt, dann würde ich mir das, also ich könnte mir total gut anhören. So. Ja, war, und dann habe ich mich erst entschieden, daraus ein drittes Album zu machen. Dann habe ich die besten 15 Aufnahmen genommen von diesen 40, die ich hatte, und habe die auf ein Album gepackt. Grandios. Und das ist dann The Private Concert geworden. Total schön. Und ja. Die findet man alle CDs auch auf deiner Website. Also wer sie noch nicht gehört oder auch gekauft hat, der findet sie auf deiner Website, oder? Genau, ja. Findet man da oder auch bei iTunes und Amazon. Ach so, gut, ja, cool. Also auch auf digitalem Wege. Wenn du nächstes Jahr deine Konzerte gibst, also die beiden besonderen neuen Formate, dann wird man genau diese Lieder dazu hören oder entsteht da gerade irgendwas Neues oder weißt du das noch nicht? Doch, da wird man sicherlich auch Lieder aus den Alben hören und mal gucken, was jetzt bis dahin noch so passiert. Also ich in den Monaten jetzt, Asien. Genau, und so, genau, ja. In Kürze ja wieder für 6-7 Monate verschwinden und mal gucken, ob da wieder neue Musik entsteht. Dann wird man auch davon dann was hören, ja. Sehr, sehr, sehr cool. Cool. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die stelle ich nämlich jedem Gast am Ende. Wenn du 2 Minuten Zeit hättest und ein Megafon in der Hand und damit würdest du die ganze Welt erreichen, vielleicht sind es auch nur 30 Sekunden, vielleicht ist es eine Minute, was würdest du denn sagen wollen? Was würdest du den Menschen der ganzen Welt mitteilen wollen? Ich würde sagen, okay Leute, jetzt mal alle kurz mal, egal was ihr gerade macht, hört mal kurz auf. Einfach mal kurz alles niederlegen, mal kurz innehalten, mal kurz überlegen, ist das, was ihr gerade macht, eigentlich das, was ihr machen wollt? Macht euch das Spaß oder macht ihr das, warum macht ihr das eigentlich? Und gibt's vielleicht was, was ihr verändern könnt? Wenn ihr schon genau das macht, was ihr liebt, dann ist wahrscheinlich alles wunderbar. Aber vielleicht merkt ihr, ja, gibt's auch die Möglichkeit, euch zu fragen, ob es da vielleicht noch mehr gibt, ob es da ungelebte Träume gibt, ob es da was gibt, was ihr vielleicht nur nicht macht, weil man damit vielleicht nicht, oder weil man denkt, dass man damit nicht genug Geld verdienen kann. Und dann ist man auch schnell bei dieser Frage, die man schon oft hört, aber die ich auch immer wieder sehr wichtig finde. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Und auch Anerkennung keine Rolle spielt? Und sich von diesen ganzen Dingen freizumachen, ist gar nicht einfach. Und deswegen, glaube ich, hilft es, sich diese Frage oft zu stellen und auch immer wieder mal zu stellen. Und da kann man durchaus mal zu interessanten Antworten kommen. Definitiv, ja. Definitiv. Vielen, vielen Dank. Super, super gerne. Danke für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche dir erstmal von Herzen eine geile Zeit in Asien. Vielen Dank. Eine erneut geile. Wir sind alle gespannt, was dabei rauskommt diesmal, aber nee, vor allem einfach eine schöne Zeit dort. Und ich glaube, inklusive mir sind alle schon sehr gespannt auf die Termine nächstes Jahr, was man dann alles von dir sehen wird und wenn man dann zu den Konzerten kommt. Oh ja, ich bin auch super, super gespannt und ich freue mich tierisch und ich weiß jetzt schon, dass das mega wird. Ja, das wird's auch, wenn man es schon so vor sich sieht, oder? Ja. Wir hatten es vorhin kurz davon, wenn man die Sachen eigentlich schon sieht und das ist immer das Allerbeste, weil man dann gar keinen Zweifel hat, was man machen will. Ja. Cool. Die Vielen werden Dank. Mega und die werden riesig und das wird eine super tolle Erfahrung. Also Leute, jeder, der es hört, Tickets kaufen. Ihr würdet was verpassen, wenn ihr es nicht seht. Freue mich, euch dann da zu sehen. Danke, Joe. Alles Liebe. Danke, Tina. Bis bald. Ja, da sind wir wieder. Du findest alle Links zu Joe, zu den Konzerten, zu allen Social-Media-Kanälen findest du in den Shownotes. Aber jetzt will ich doch nochmal auf dich zu sprechen kommen. Wie du das auch bei Joe und bei vielen meiner Gästen immer wieder hörst, es zahlt sich so aus, auf sein Herz zu hören und seiner inneren Stimme zu folgen und immer zu gucken, wo treibt mich die Neugier hin. Was haben mir vielleicht Körper für Anzeichen gegeben, Gefühle, Emotionen? Ich kann dir nur immer wieder mitgeben, höre drauf, was deine innere Stimme, deine Gefühle, deine Gesundheit, was sie dir sagen.
dass es da einen Weg gibt, den du gehen willst. Und dann geh ihn. Und ja, wie du es jetzt eben auch wieder gehört hast, natürlich gibt es da Steine, die im Weg liegen. Aber über die geht man drüber, weil man ganz genau weiß, das ist es wert. Und dafür ist es so wichtig, diese negativen Stimmen im Umfeld auszustellen und viel mehr zu sich selbst zu kommen. Zu sehen, was ergibt für mich wieder Sinn. Also mehr Sinn zu sehen in dem, was man tut und mehr Spaß zu haben an dem, was man tut. Und das wird sich automatisch auf dein Umfeld ausstrahlen. Also von daher kann ich dich immer und immer wieder nur ermutigen, diesen Weg auch zu gehen, der in dir ist. Und wenn du gerade an so einer Ecke stehst, wo du denkst, ich bin einfach mega unzufrieden in meinem Job, ich habe keine Lust mehr, den weiterzumachen und habe schon so lange Ideen, was ich gerne machen würde. Ich weiß nur überhaupt nicht, wie ich damit Geld verdienen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich jetzt kündige, habe ich nichts. Also wenn du diese Gedanken hast, wie du das anstellen sollst oder vielleicht auch, was genau das sein könnte, was dir mehr Sinn und Erfüllung gibt, anstatt dem, wo du jetzt hingehst und eigentlich schon morgens keine Lust mehr hast, dann vereinbar dir ein Gespräch bei mir und lass uns einfach mal gucken, an welcher Schraube wir bei dir drehen können, dass eben du wieder mehr Spaß, mehr Freude an deinem Job hast, dass das Sinn ergibt für dich, was du tust und somit auch Erfüllung. Ich würde mich riesig freuen. Also von daher melde dich bei mir. Link findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns auch nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.